Bei meinen lieben GameCube-Kollegen hatte keiner Lust auf The Evil Within 2. Ich hingegen schon, deshalb spiele ich es jetzt. Los geht's, ein neues Spiel, es ist die PC-Version. Und zack. Ich möchte das gern auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spielen und ich mache mal die Zielhilfe ein, weil ich... weil ich mit dem Gamepad spiele. Aus in Flammen, Kind und Kindermädchen verbrennen. Nein, nein, das kann nicht sein! So, und wir sind wieder Detective Sebastian Castellanos. Hier allerdings noch ein bisschen im besseren Zustand. Und Sebastian läuft zum Glück immer noch wie ein Affe. Was ist denn mit seinen Armen los? Wow. Oh Gott, Lily! Das wird so wohl nichts werden. Ich habe jetzt mal alle Details auf Maximum gestellt. Ich hoffe, im fertigen Spiel funktioniert das dann noch gut. Scheiße! Lily, ich bin hier! Wo bist du? Oh Gott, ist sie etwa oben? Und ich habe das Field of View auf Maximum auch gestellt. Jetzt muss ich tatsächlich nachher mal schauen, ob es... Ja. Gleich zu weit ist. Da geht es nicht weiter. Aber da ich den Vorgänger jetzt auch noch mal ein bisschen gespielt hatte und da mit einem externen Tool mir das Field of View erweitert habe und es viel, viel besser als Spiel fand, hoffe ich, dass es mir hier auch mehr Spaß macht, wenn ich einfach mehr sehen kann. Ich glaube, in der PS4-Version ist das Field of View ziemlich eng. Also da ist man ziemlich nah an der Figur dran. Wie konnte das passieren? Wow! Bisschen Arm abgefackelt. Mama, Hilfe! Ui, über die Familien, Mama, Lily. Familienbilder. Halt durch. Seine Familie ist ja, glaube ich, im Vorgängerspiel gar nicht irgendwie groß aufgetaucht. Also die gab es zwar, aber... Ich bin hier, Lily! Ich bin hier! Richtig ins Zentrum gerückt haben sie die nicht. Seine Frau ist übrigens Myra. Verdammt, wo ist sie? Papa, wo bist du? Falsches Zimmer, verdammt. Gut, das hätte man sehen können. Komm jetzt raus! Lily! Wo bist du? Ich bin's! Papa ist hier! Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Lily! Oh! Nein! Oh, Alter! Ach du Scheiße. Kidman? Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren.
Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. Ich bin deswegen hier. Woher hast du das? Lily ist am Leben. Hä? Lily ist tot! Ich habe den Bericht gelesen. Ich war auf ihrer Beerdigung. Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Wir brauchen dich. Lily braucht dich. Ja. Sebastian? Das hätte besser laufen können. Du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Warte mal ganz kurz. Könnte sein, dass ich das V-Sync nicht anhab. Doch, ist an. Ja, oder irgendwas war noch ausgeschaltet? Nee, das passt alles. Man kann übrigens wahnsinnig viel einstellen. Echt gut. Also auch Text und Sprache unabhängig. Man kann unglaublich viel bei der Steuerung, bei der Grafik einstellen. Also der erste Eindruck, was das angeht, richtig gut. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Der Vorfall in der Beacon-Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lily verschwunden.
hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die STEM-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt und STEM fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas, von dem Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Sie können sie retten oder sterben lassen. Ihre Wahl. Viel Glück, Sebastian. Und bitte, versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lily findest. Damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Bereit? Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Stem-Eintritt in 3, 2, 1. Interessanter Start. Deutlich klarere Struktur zum ersten Teil. So. Klarere Aufgaben. Gut, andererseits, man hat da den Vorteil, dass man schon einen Teil hat, wo man was etablieren konnte. Ist das... Wo bin ich? Was? Komm, Lily! Papa! Ich weiß, es ist schwer, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Was geht hier nur vor sich? Detective, wir haben eine Meldung. Ja, nur noch mal ganz kurz, um das ein bisschen zu erklären. Also die Julie Kidman, die Frau, die man da gesehen hat, die war eine von seinen beiden Partnerinnen, mit denen sie da mit der im ersten Teil zusammengearbeitet hat.
Da hat er diese Beacon-Nervenheilanstalt nach einer Mordserie untersucht und ist dann da in die Traumwelt eines Serienkillers hineingesaugt worden, der an diesem Stem, an dieser Stem-Maschine hängt, mit der mehrere Menschen sich eine Gedankenwelt teilen können. Und dieser Ruvik, der hat die da übernommen, mehr oder weniger, diese Gedankenwelt von den ganzen Leuten, und war allerdings ein irrer Serienmörder. Und jetzt hängt die Lilly als Kernelement in so einem neuen Stem-System drin und er ist jetzt halt in diese Stem-Welt eingedrungen. Und die Julie Kidman hat sich aber im Laufe der Geschichte herausgestellt, dass die für die Firma arbeitet, die dieses Stem-System entwickelt hat, nämlich die zwielichtige Firma Möbius. Da wurde dann auch noch in den DLCs ein bisschen mehr verraten. Ich muss aber gestehen, die DLCs habe ich bisher erst zu einem gewissen Teil gespielt. Das muss ich noch nachholen. Kidman? Was? Reiß dich zusammen, Sebastian. Du bist drin. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Wie ein höllischer Kater. Keine Sorge. Es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Dieses Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind dann meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Tja, und das hier, dieser Safe Space mehr oder weniger, den gab es ja im Vorgängerspiel auch, aber da war das so ein Bereich im Krankenhaus, in dem man immer wieder zurückgekommen ist. Und auch diese eine Krankenschwester immer war. Da hat Lilly mich gemalt. Es ist mit dem Rest zusammen im Haus verbrannt. Boah, ey, also das ist echt krass. Also wer das Spiel jetzt mal auf der PS4 sieht, da ist das, also ich muss mir nochmal genau anschauen, aber nur um es mal zu sehen, wie krass der Unterschied ist. Ich glaube, auf der PS4 ist das Sichtfeld so. Also eine ganz andere Welt. Und so habe ich ja zum Beispiel den. So ist ja auch das Ding im Vorgänger ungefähr. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber man kann das mit einem Zusatztool ändern und es weiter rausziehen. Und mein Gott, es spielt sich so viel besser dann. Weil das ist ja hier mit der Kamera so nah an der Figur dran. Das ist ja nur ein Trick, um die Sache intensiver und spannender zu machen. Der aber auf Kosten der Spielbarkeit geht. Ey, ist das... Alter, ist das krass! Wahnsinn! Und man kann das, glaube ich, in der PS4-Version halt nicht einstellen. Oder generell in der Konsolenversion. Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja, sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stem. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lilly. Union? Diese Stem-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lilly zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. So, Union ist die... etwas liegt im Argen. Union ist die Kleinstadt, in der das Spiel spielt. Suche im Stem nach Mitgliedern des Möbius-Suchteams, um Hinweise auf Lillys Verbleib zu finden. Union, das Abbild jeder verdammten Kleinstadt. Sie wurde so entworfen, damit Probanden ruhig und entspannt bleiben können. Ruhig und entspannt. Das genaue Gegenteil von Beacon. Was in Beacon geschah, entzog sich unserer Kontrolle. Diesmal scheint ihr auch nicht sonderlich viel Kontrolle zu haben. Hör zu, ich weiß nicht, was dir da drin begegnen wird. Wenn du Informationen brauchst, schlage ich vor, du redest mit den Einwohnern. Klapper die Gegend ab, wie du es mir im KCPD beigebracht hast. Du warst nie ein echter Detective, Kidman. Und du bist kein Detective mehr.
Versuchen wir trotzdem, wie welche vorzugehen, okay? Sykes, Techniker, wurde zumindest an Kleinfeuerwaffen ausgebildet. Hoffman. Psychologie und Überwachung? Die könnte gerissen sein. Lily, dein Team und jetzt ich. Wir sitzen alle im Stamm fest. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sie nicht einfach alle aus ihren Wannen nimmt und aufweckt. So funktioniert das nicht. Ohne Kern sind wir aus dem System ausgesperrt. Entfernen wir jetzt jemanden mit Gewalt aus dem Stamm, würde sie das töten und ihr Bewusstsein wäre drin gefangen. Großartig. Mobius hat ja einen wunderbaren Plan B. Das Offensichtliche zu kommentieren beschleunigt das hier nicht. Du musst Lily finden. Sonst werden sie, du und jeder andere dort drin sterben. Ja, aber es ist doch ganz gut, das Offensichtliche auch mal ein bisschen zu kommentieren, was das für eine beschissene Idee dieses ganze System auch einfach ist. Baker, der Anführer. Ich sollte versuchen, ihn zuerst zu finden. Harrison. Kampfspezialist. Hoffentlich kommt er alleine klar. Er hat ja vorhin gesagt, dass ihm da drin im System irgendjemand helfen würde. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine kleine Anspielung war, dass vielleicht Joseph auch in dem System ist. Ich weiß nicht mehr genau, was mit ihm passiert ist. Ist er gestorben? O'Neill. So viele Techniker. Wahrscheinlich haben sie nicht mit Problemen gerechnet. Also, das ist das Stars-Team. Nein, das Möbius-Team. Aber wir wissen schon, was wir meinen. Meine Katze. Ich hatte doch noch nie eine... Okay, eine Katze. In den Dings war auch mal eine Katze dabei, in den DLCs. Die beiden Kidman-DLCs, die es gab. Es gab ja noch einen, wo man dann diesen komischen Tresor-Kopf-Typen gespielt hat. Aber in den DLCs war auch eine Katze dabei immer. Mit der Kidman. Und die hat einem auch immer Sachen gebracht. Ein Dia-Projektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Dia. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufen zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Okay, auch schon deutlich mehr Interaktion zwischen den Charakteren. Und die Katze bringt uns hier wieder das Gehirngel. Grünes Gel, das ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern, aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Das Dings ist auch kleiner, die Schriftart fürs ganze HUD wurde verkleinert. Dürfte der Weg hier raus sein. Wäre eine normale Tür zu viel verlangt gewesen. Und los geht's.
Zurück in den Spiegel. Oh nein, Spiegel. Da war noch was. Da lag noch was. Hoffentlich liegt es beim nächsten Mal auch noch da. Kapitel 2. Etwas liegt im Argen. Sebastian betritt den Stamm. Kidman dreht ihm, die Mitglieder des verschollenen Suchteams zu finden, damit diese ihm bei seinem Vorhaben Dankeschön. Oh nein! Lily, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Hey. Myra war doch seine erste Partnerin. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Oh, das wird wohl nichts. Ist das der richtige Ort? Oh, das hat ein bisschen was von Cell. Dem Film mit, na, wie heißt sie, die Sängerin? Wie heißt sie denn nochmal? Jennifer Lopez. Okay, schönes Bild. Ah, okay. Sehr nett. Na gut, dann würde ich mal sagen, was hier hinter der Tür liegt, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Also bis denn. Tschüss.